Tom, der Abschleppwagen. Hallo Leute, wow, dein Mauerbild wird aber toll. Oh oh, pass auf, Katie. Uah, was für eine Sauerei. Vielen Dank, Katie. Du hast Glück, dass es dich verfehlt hat. Gute Idee, Katie. Tom kann Hector in seiner Werkstatt reparieren. Warum rufen wir ihn nicht? Hallo Tom, Klein Tom. Wir brauchen eure Hilfe. Hector hat einen Unfall und ist mit Farbe bedeckt. Könnt ihr schnell kommen? Oh, gut. Auf geht's. Keine Sorge, Hector. Tom nimmt dich für die Reparaturen mit in seine Werkstatt. Wir sind gleich zurück, Katie. Was meinst du, Tom? Kannst du das reparieren? Ah, erstmal die Farbe runter. Gute Idee. Hey, du siehst schon viel besser aus, Hector. Hast du was für die Landekufen, Tom? Die sollten gehen. Wow, du bist stark, Tom. Sieht so aus, als wärst du fertig, Hector. Oh, du hast noch eine Sache? Oh, mit dieser Farbpistole solltest du dein Wandgemälde schnell fertig kriegen, Hector. Und das ohne Kleckern. Wow, ihr seid schon fertig? Diese Farbpistole hat wirklich geholfen, was? Also, es sieht fantastisch aus. Hervorragende Arbeit. Meint ihr nicht auch? Und ohne euch hätten sie es nicht geschafft. Tschüss, Freunde, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen. Car City bekommt ein paar neue Häuser. Es fehlen nur noch die Dächer und die Arbeit ist getan. Oh oh, das hört sich aber nicht gut an. Charlie, alles in Ordnung?
Du kannst deinen Kran nicht mehr drehen? Hört sich so an, als bräuchtest du Tom den Abschleppwagen. Sonst bekommst du diese Häuser niemals fertig. Hallo Tom, macht es dir Spaß, dich im Kreis zu drehen? Wenn Charlie das nur auch könnte. Sein Kran klemmt, er kann ihn nicht mehr drehen. Kannst du ihm helfen? Dann finden wir mal heraus, wo das Problem liegt. Da ist ein Riss im Drehmechanismus? Was meinst du, wie könnte das passiert sein? Ach du liebe Güte, Charlie, du ölst dich nicht genug. Keine Sorge, Tom wird schon alles reparieren. Du hast recht. Du musst erst diese großen Schrauben lösen und den Kran entfernen, bevor du den Ring ersetzen kannst. Welchen Schraubenschlüssel wirst du benutzen, Tom? Du hast recht. Für diese Aufgabe brauchst du den größten. Warte, du musst sicher gehen, dass der Kran nicht umfällt, wenn du die Schrauben löst. So ist es besser. Okay, dann mal raus mit den Schrauben. Jetzt ist Tom so weit, dass er den Drehmechanismus ersetzen kann. Hast du schon das neue Teil, Tom? Das hat eine dreieckige Form, Tom. Such weiter. Nein, das ist ein Quadrat. Du brauchst einen Kreis. Großartig. Jetzt müssen wir einfach den alten Drehmechanismus entfernen und durch einen neuen ersetzen. Großartig. Jetzt müssen wir nur noch Charlies Kran wieder festschrauben und er kann zurückfahren und die Häuser weiterbauen. Zeig mal, wie du dich drehst, Charlie. Gute Arbeit, Tom. Heißt das jetzt, Charlie ist fertig und kann zurück an die Arbeit? Du möchtest Charlie zuerst noch etwas geben? Eine Ölkanne. Braucht Charlie das, damit sein Kran nicht nochmal kaputt geht? Vielen Dank für alles, Tom. Tschüss. Gerade noch rechtzeitig. Herr
Hervorragende Arbeit, Frank. Mhm. Du hast es echt drauf. Mhm. Du kannst dein Wasser jetzt abdrehen. Mhm. Frank, was ist los? Mhm. Du kannst dein Wasser nicht abdrehen? Mhm. Mhm. Oh-oh, fahr langsam, Pickel. Mhm. Wir holen besser Tom den Abschleppwagen, bevor du die Straße in einen Fluss verwandelst. Mhm. Warte mal. Wir haben ein Problem. Frank kann seinen Wasserstrahl nicht abdrehen. Kannst du ihn reparieren? Du kannst dir nachher die Zähne putzen. Was sollen wir als erstes tun, Tom? Das Wasser stoppen? Hm. Gut gemacht. Sollen wir Frank zurück zur Werkstatt bringen und herausfinden, wo das Problem liegt? Was meinst du, ist das Problem, Tom? Du hast etwas entdeckt? Franks Wasserspritzanlage hat einen Riss. Kannst du das reparieren? Das kannst du? Fantastisch! Welches Werkzeug wirst du benutzen? Ein Schweißgerät? Perfekt. Gibt es noch etwas, was wir für dich tun können, Frank? Da gibt es etwas? Was denn? Da ist ein Problem mit deiner Leiter. Tom, kannst du da mal schauen? Eine Leitersprosse fehlt. Kannst du das reparieren, Tom? Welche sollen wir nehmen? Zu lang? Hat die hier die richtige Größe? Perfekt. Probieren wir es aus. Hervorragende Arbeit. Gibt es noch etwas, was wir für Frank heute tun können? Ein bisschen frische Farbe? Gute Idee. Das ist fantastisch. Fühlst du dich jetzt wieder in der Lage, Feuer zu löschen, Frank? Warte, du hast eine Überraschung? Wow, Tom, was ist das? Eine spezielle ausfahrbare Leiter, mit der Frank doppelt so hoch kommt wie sonst? Fantastisch, Tom. Tschüss, Tom. Hab einen tollen Tag. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, klein Tom. Was tust du da?
Du spielst deinem Vater einen Streich? Ich hoffe, die Farbe ist abwaschbar. Dane? Dane! Aufwachen, Dane! Dane, du bist eingeschlafen. Du hast im Schlafen gearbeitet und bist in trocknenden Zement gefahren. Ist schon okay, Dane. Viele Autos sind heute eingeschlafen. Es ist sehr heiß. Ich weiß. Holen wir besser Tom den Abschleppwagen, um dir zu helfen. Tom, aufwachen! Dane hat im Schlaf gearbeitet und jetzt steckt er in Zement fest. Kannst du ihn da rausholen? Tom, wir haben dafür jetzt keine Zeit. Wir müssen los und Dane retten. Tom und Klein Tom sind da, um dich hier rauszuholen. Klein Tom, holst du bitte das Elektrowerkzeug aus der Werkstatt? Und ein paar Holzbretter. Dane würde gerne wissen, warum du dir einen Schnurrbart hast wachsen lassen. Tom weiß es nicht, Dane. Was hast du vor, Tom? Oh! Der Presslufthammer ist eine gute Idee. Das sollte klappen. Das wird eine Weile dauern, was? Gute Arbeit, Tom. Aber wie wollt ihr jetzt aus dem Loch rauskommen? Klein Tom, holst du bitte die Holzbretter vom Anhänger? Gute Arbeit, Klein Tom. Jetzt können Tom und Dane rausfahren. Das ist richtig. Dane ist immer noch verheddert. Dane, Tom wird mal kurz deine Abrissbirne lösen. Ist das in Ordnung?
Sehr schön. Ihr habt toll gearbeitet heute, Tom und Klein Tom. Versuch nicht wieder bei der Arbeit einzuschlafen, Dane. Man weiß nie, was dann passiert. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.